Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Forum erstellen, zur Folge 4 und gleichzeitig auch die letzte. Heute geht es um kleine Einstellungen. Dazu gehen wir natürlich erstmal ins Admin Panel und dann bei Konfiguration auf Einstellungen. Das ist automatisch ausgewählt. Wir können hier zum Beispiel auswählen, ob unser Forum online ist oder halt auch nicht. Wenn ich das jetzt mal auf Hier ist ja die Frage, ob es offline ist, und wenn ich das mal auf Ja stelle und hier einen Grund eingebe, zum Beispiel Tschüss, vielleicht auch mal richtig schreiben, und das Speicher, und jetzt da drauf gehe und sehen wir, da passiert zwar nichts, aber wenn ich mich auslogge und hier weggehe, dann sehen wir, dass ich hier nicht mehr das Forum einsehen kann. Hier steht einfach, dieses Forum ist zurzeit geschlossen, der Administrator hat folgenden Grund angegeben, Tschüss. Wir als Admin bekommen natürlich auch hier eine Meldung, dass unser Forum zurzeit geschlossen ist, nicht, dass wir das vergessen. Ja, ich stelle jetzt das Ganze auch wieder aus. Und ja, wir können hier bei Seitendetails noch Sachen einstellen, wie den Namen des Forums, die URL, oder falls die URL zum Beispiel ändert, die E-Mail-Adresse, also was wir auch in der Installation angeben konnten, können wir hier alles nochmal ändern. Hier bei der allgemeinen Konfiguration können wir einstellen, zum Beispiel welches Deutsch wir wollen, ob wir du oder sie wollen. Wir können hier auch bei der Registrierung zum Beispiel Recapture einstellen, das ist das von Google, dieses Capture. Da müssen wir einfach unseren Public und Private Key eingeben. Ich lasse es jetzt hier mal auf MyBB Standard Capture. Und ja, sonst gibt es hier nichts Interessantes. Wir gehen hier wieder auf Einstellungen. Ich klicke da immer drauf und dann komme ich wieder zurück. Also falls euch das wundert. Wir können hier noch bei Startseite, können wir hier noch wo ist es denn, die Statistiken verstecken, das ist vielleicht ganz interessant. Also es ist das hier rechts, und wir können verstecken, wer online ist, das zeigt es hier unten an, ein Benutzer gerade aktiv, ja, und sonst gibt es hier eigentlich nichts Interessantes. So, was auch noch interessant ist, ist hier bei Login und Registrierung. Hier können wir zum Beispiel einmal die Registrierung komplett deaktivieren, dass man sich gar nicht mehr registrieren kann. Hier können wir auswählen, ob die Benutzer sofort freigeschaltet werden sollen, ob eine E-Mail-Bestätigung verschickt werden soll, ob ein Passwort an den Benutzer geschickt werden soll oder ob der Administrator alle freischalten muss. Also dann habt ihr dann im Benutzerpanel, also hier einfach alle Benutzer, die ihr freischalten müsst, oder E-Mail-Bestätigung und Freischaltung durch den Administrator. Ich würde euch raten, es einfach hier bei der E-Mail-Bestätigung zu belassen. Das ist einfach am besten, finde ich. Und wir können hier einstellen, ob die Benutzer eine Nachricht bekommen sollen, wenn sie hier im Forum sind, dass ihr Account nicht aktiviert ist. Das finde ich auch ganz praktisch. Können wir anlassen. Und Login erzwingen ist, wenn ich jetzt zum Beispiel hier in das Forum gehe, fragen und das jetzt angucken will und nicht eingeloggt bin, dann steht da halt einfach, dass ich mich einloggen soll. Das könnt ihr anmachen, könnt ihr aber auch nicht anmachen. Ist halt immer ganz nervig, wenn jemand jetzt nicht unbedingt in euer Forum will und er sich registrieren muss und ihr dann nachher noch Spam-User habt, das bringt auch nichts. Also müsst ihr halt entscheiden, ob ihr es wollt. Hier könnt ihr zum Beispiel einstellen, wie lang die Benutzernamen sein sollen, wie lang die Passwörter sein sollen, ob man ein komplexes Passwort braucht, wie viel Zeit zwischen der Registrierung sein muss, also dass man keinen Doppel-Account machen muss. In dem Fall ist es momentan 24 Stunden. Oder wie viel registriert IP-Adresse man haben kann. Das sind alles so Sachen, die man hier einstellen kann. Hier in Profil können wir zum Beispiel einstellen, ob man seine Signatur, das ist das, was unter jedem Post steht, ob man da HTML benutzen kann, ob man Bilder benutzen kann. Und ja, sonst ist hier nichts Interessantes. Hier bei Mitgliederliste können wir die Mitgliederliste auch noch deaktivieren. Das ist einfach hier oben Mitglieder. Das können wir einfach deaktivieren. Ich finde es ganz praktisch. Ich lasse es jetzt mal an. Wir können die Mitglieder pro Seite einstellen und wie es standardgemäß sortiert ist. Ja, und jetzt gehe ich mal wieder zurück. Wir können hier zum Beispiel ein Bewertungssystem ein- und ausschalten. Das ist, wenn wir hier einen Beitrag haben. Ich gehe mal auf die Startseite und hier bei Fragen. Kann ich das hier bewerten? Ist eigentlich eher unnötig. Kann man zum Beispiel deaktivieren. Wir können zum Beispiel hier bei private Nachrichten auch noch das private Nachrichtensystem deaktivieren, dann können die User keine privaten Nachrichten mehr schreiben. Oder was auch noch ganz praktisch ist, ist hier bei Kalender. Da können wir den Kalender einfach deaktivieren. Der ist jetzt momentan aktiv. Der ist eigentlich ziemlich unnötig in so einem Forum, finde ich. Der wird jetzt hier in diesem Team gar nicht angezeigt, aber wenn man die
URL wüsste, die man braucht, um auf den zu kommen, ist er schon noch aktiv, aber er wird hier nicht mal angezeigt. Ein Kalender sowieso in einem Forum ziemlich unnötig, finde ich. Ich weiß auch nicht, wer auf so eine tolle Idee gekommen ist. Wer erst online ist, können wir einstellen, wie lange es zum Beispiel dauert, bis man offline ist oder wie schnell es aktualisiert werden soll und wie es sortiert werden soll. Und wir haben hier unten noch eine Möglichkeit bei Stop Forum Spam, können wir die Registrierung mit einer Datenbank, die auf Spam spezialisiert ist, abprüfen. Das können wir mit mehreren Sachen machen, wie zum Beispiel E-Mail-Adresse, IP-Adresse. Das ist eigentlich ganz praktisch, wenn zum Beispiel bei einer E-Mail-Adresse irgendwie so eine Wegwerf-E-Mail-Adresse benutzt wird, dann erkennt das System. Und ja. Und wir haben auch noch die Möglichkeit, hier Forenstatistiken uns anzeigen zu lassen. Ja, können wir auch aktivieren oder auch deaktivieren. Ja, und dann würde ich sagen, ich zeige euch noch, wie man bei diesem Beitrag hier diese Titel hier umändert. Dazu gehen wir einfach mal bei Benutzer auf Benutzertitel und jetzt sehen wir hier die ganzen Benutzertitel. Wir sehen hier Beitragszahlen, also man kriegt mit jedem Beitrag einen höheren Benutzertitel, finde ich eigentlich ganz praktisch. So kann man sagen, zum Beispiel mit 0 hat man Newbie, wobei es eh unnötig ist. Das sieht man eigentlich nicht wirklich. Und zum Beispiel mit einem Beitrag, was ich jetzt habe, habe ich Junior Member, deswegen steht es noch da. Und wenn ich jetzt 750 Beiträge hätte, hätte ich Posting Freak. So, jetzt bearbeiten wir hier zum Beispiel mal Newbie. Das können wir hier umbenennen in Neuling. Und die minimale Beitragsanzahl lasse ich mal bei 0. Und bei den Sternen, da ist gerade einer eingestellt, aber da hier kein Stern angezeigt ist, wird es nicht angezeigt. Ich würde es einfach auf 0 belassen, dass einfach kein Stern angezeigt wird, wie es hier steht. Weil ich finde die Sterne eh unnötig und die sehen nicht so schön aus. Wir können hier zum Beispiel Junior Member, könnten wir dann halt das noch umbenennen. Zum Beispiel zu, keine Ahnung, Mitglied. Wobei das halt auch keine Ränge sind, sondern eher so Art Titel. Und wir können jetzt hier auch neue hinzufügen, zum Beispiel sagen wir jetzt mal aktiver und dann sagen wir, dazu braucht man 10 Beiträge, 0 Sterne werden angezeigt und das können wir auch wegmachen, so. Und ja, jetzt haben wir ab für 0, 1, 10, 50, 250 und 750 einen Rang. Sollen wir jetzt hier mal aktualisieren, sehen wir auch, das ist Mitglied. Ja, so einfach geht das. Das war es jetzt auch mit der vierten und letzten Folge von Forum erstellen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich immer über ein Abo und Like. Und würde ich sagen, ciao Leute, haut rein.